So, hallo da draußen, willkommen zur zweiten Runde mit Legend of Grimrock 2 und wir sind in einen Dungeon eingetreten und werden dort direkt einsteigen. Das wird super spannend und das Coole ist, eine der tollen Neuerungen ja von Legend of Grimrock 2 im Gegensatz zum ersten Teil, ist nicht nur, dass wir auch in der Oberwelt sind, frische Luft schnappen, sondern dass auch diese Dungeons dann dementsprechend kürzer sind, weil das kann wirklich sehr ermüdend sein, in so einem riesigen Dungeon sich ellenlang aufzuhalten, über Stunden. Und die hier sind nicht so lang. Die hat man dann auch irgendwann fertig und dann ist man froh, wenn man raus ist, macht ein bisschen Oberwelt, kommt dann wieder in den Dungeon und jedes Mal, wenn so eine Transition, so ein Wechsel stattfindet, freut man sich und verrottet nicht die ganze Zeit in diesen dunklen Gemächern. Und das sieht doch nice aus, oder? Also richtig schick gefällt mir das hier mit diesen Reflexionen vom Feuer, die feuchten Wände da, das Mapping. Echt hübsch für so ein Indie-Spiel. Also echt nicht schlecht. So. Stonekeep fällt mir auch gerade ein. Das kam so Mitte der 90er. Das war auch so ein geiler Dungeon Crawler. Der sah ähnlich aus. Halls of the Dead. Okay, hier. Ich habe Angst, dass wir auf Skelette treffen und so weiter. Nehmen wir uns mal diese Fackel und geben sie unserem... Hier, wieso ist der Typ in der ersten Reihe? Das ist unser Lizardman. Der ist eigentlich hinten anzusiedeln. Und hier, jetzt stehen sie wieder richtig. Okay, ich schätze mal, wenn wir hier ziehen, geht's auf. Aber bevor wir das machen, gehen wir erstmal hier lang. Und wir nehmen diese Fackel auch noch mit. Die machen wir aus. Lese ich richtig, falls wir die nochmal brauchen. Naja, und wenn wir keine Fackel hätten, sieht es so aus. Also das ist auch nicht schön. Und achtet mal bitte auf die Wände. Also wenn ihr da irgendwie einen Knopf seht oder so, ganz laut schreien. So, okay, gehen wir mal hier durch. Halls of the Dead klingt ein bisschen böse. Ein Blick auf die Karte zeigt uns, dass wir noch keine Erfahrungswerte haben, um irgendwie eine Entscheidung zu treffen, die Sinn macht. Also einfach der Nase nach. Oh, guck mal, da liegt schon was in der Wand. Da glitzert was. Eine Spruchrolle. Scroll of Shock. Das wird wahrscheinlich irgendwie so ein Blitzspruch sein. Auf Basis von Luftmagie. Ein Blast von Elektrizität. Shock Damage, ja. Wir haben nur leider immer noch keinen Zauberstab. Den brauchen wir erstmal, um hier diese ganzen Zaubergelöde zu machen. Wieso? Oh mein Gott. Wahrscheinlich ist es euch da draußen schon aufgefallen. Aber mir fällt jetzt gerade auf, wieso hat mein Insektoid... Oh mein Gott, ist das peinlich. Annabelle, hast du es mitgekriegt? Ich habe es gesehen. Mein Insektoiden-Typ ist gar kein Mage, so wie es geplant war. Ich habe das vergessen anzuklicken. Der ist Fighter. Der ist Fighter. Macht aber nichts, weil bis dato war das nicht schlimm. Jetzt wäre es ein bisschen blöd, wo wir langsam damit anfangen, Magie zu machen. Aber ich habe ja noch einen Spielstand, den wir gleich laden werden. Also alles gut. Und da ist alles richtig. Oh mein Gott, so ein Scheiß. Das ist euch wahrscheinlich da draußen schon am Anfang in der ersten Folge gleich nach 5 Minuten aufgefallen. Okay, also seht ihr irgendwo Knöpfe? Oh, ich ärgere mich gerade. Okay, wir gehen wieder und die Ecke haben wir erforscht. Das sehen wir auch auf der Karte. Hier geht's nicht weiter. Ich habe auch jetzt keine Geheimtüren gesehen. Also mal ab die Post hier durch die... Oh, da bewegt sich ein Schatten. Okay, hier irgendwas. Ich gucke auch immer die Wände an, ne? Also nicht fragen, warum rennt der Typ da. Und jetzt kommt hier die Mumie. Habt ihr sie gerade gesehen wahrscheinlich schon, ne? Okay, und Mumien Attack. Mumien sind schon eine Runde schwerer, also stärker. Oh, shit. Eigentlich ist das Klügste, jetzt hier reinzugehen, weil falls noch eine Mumie von der Richtung kommt, kann mich die nicht von der Seite angreifen, weil wir an den Seiten geschützt sind und von hinten haben wir ja gescannt, da ist nix. Okay, komm, wirf nochmal ein Messer auf die Mumie. Nee. Messer auf die Mumie. Und... Uiuiuiui. Oh, seht ihr, da kommt sie schon. Also wenn...
Oh shit. So, ja, okay, das schaffen wir aber. Eine Mumie zieht uns nicht mal die Hälfte ab. Das heißt, wir schaffen mehr als zwei. Oh. Ich überlege gerade, wir können das mal so machen. Und mal ein bisschen mit der Fackel schlagen. Vielleicht können wir die entzünden. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das geht. Aber ich glaube, also das Spiel ist jetzt schon... Da seht ihr. Genau, wusste ich es doch. Aber brennt jetzt nicht lange. Ich weiß nicht, ob das überhaupt geht. Level! Gonzo hat ein Level gekriegt. Das ist unser Chef. Der steigt als erstes auf. Ich weiß nicht warum, weil die ganzen Leute ja eigentlich das gleiche erleben. Der kriegt hier fast 10% mehr. Nee, oder 1%. Doch 10. Das ist irgendwie... Genau. Keine Ahnung, wie das zustande kommt, dass der mehr kriegt. So. Also, was machen wir, wenn jemand aufgestiegen ist? Gehen in die Statistiken. In die Skills. Und verteilen da einen Punkt. Das sind ja unsere Traits, die wir ausgesucht haben. Das ist das, was wir machen, wenn wir ein Level aufsteigen. Hier einen Punkt verteilen. In den Statistiken oder so, da kommt jetzt kein Plus, wo wir dann irgendwie sagen, okay, hier geht noch was. Hier verteilen wir das. Und was machen wir? Armor ist, glaube ich, jetzt angesagt, weil wir werden schon bald leichte Armor finden. Das, was wir jetzt anhaben, was ihr hier seht, das ist nicht mal leichte Rüstung. Das ist einfach nur so ein Stoffwickel um Kopf. Zerfetzte Stoffhose steht ja auch hier, zerrissene, was sind eigentlich Breeches, weiß ich gar nicht genau. Und ja, diese hässlichen Zwergenschuhe da. Sieht aus wie von so einem Tischler da. Nee, Zimmermann. Und wir würden tatsächlich hier bei Armor, weil wir ja diesen kleinen Punkt sehen, dann diesen coolen Spezialskill kriegen. Abgesehen davon, dass sie auch nicht... Funk ist aus. Hört ihr mich? Und Light Weapons. Heavy Weapons haben wir, ja, also Light Weapons wäre auch interessant, weil wir dabei ab der dritten Stufe denn, ich meine, wir haben ja diesen interessanten, was ist das, ein Degen? Nee, ein Rapier. Und da können wir ab Light Weapons 3, steht da ganz unten, so eine Thrust Attack machen mit der gedrückten rechten Maustaste. Stufe 3 ist schon weit entfernt, also man steigt jetzt nicht so häufig auf in diesem Spiel, das finde ich auch gut. Da ist jeder Punkt dann super wichtig und dann ist es auch gerechtfertigt, sich hier mal ein bisschen länger mit diesem Bildschirm zu befassen, um genau zu überlegen, wo dieser Punkt hinkommt. Wir können auch auf was anderes gehen, ne? Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir gleich auf Armor gehen. Throwing, das brauchen wir nicht hier, die drei. Diese Fernkampfgeschichten, da verzichten wir drauf. Wir gehen hier auf Armor. Ne? Ab der zweiten Stufe sind wir vertraut mit leichter Rüstung und dann können wir sie ohne Abzüge tragen. Ähnlich ist es am vierten Skill, dann kann ich nämlich schwere Rüstung tragen, ohne Abzüge. Steht hier. So. Getting better. So. Uiuiui, so weißes Licht hier. Das ist... Ist das eigentlich internationales Zeichen für... Ist das Untotenlicht? Das ist bei vielen Spielen so, dass so weiße Flammen... das sind immer Untote nicht weit. Oh, hier! Cool, wir haben ja gerade eine Flinte gefunden. Die kriegt doch gleich mal Lizzie. Und, aber hier im zweiten... Ach ja, die hat die Slings letztes Mal gefunden. Die haben wir gar nicht benutzt. Die sind noch nicht so gut. Aber Lizzie ist auch voll beladen. Lizzie gibt jetzt... Genau, Lizzie kriegt jetzt mal eine Kiste. Dazu muss sie erstmal diese Fackel loswerden, damit sie überhaupt Platz hat. So, Lizzie kriegt die leere Kiste. Die ist zwar ein bisschen schwer, man sieht das, die wiegt an sich schon 3. Und die öffnen wir und Lizzie schmeißt mal das ganze Essen da rein, weil es ist hier im Inventar einfach zu voll. So. Langsam müssten die auch hungrig sein. Ich gucke mir das gleich mal an. Weil wir haben ja noch nie was gegessen. Ich glaube, wir haben einmal irgendwo reingebissen. Wie sieht's aus? Ja, so halb hungrig.
Da oben der grüne Balken, ne? Ist klar. Haben wir ja gelesen, wenn wir hungrig sind, tatsächlich, dann regenerieren wir keine Energie mehr. Das ist fatal. Das ne? Geht so nicht. Und Lizzie kann nicht alles tragen. Jetzt kriegt hier rechts der Rattenmann den Sack und dazu die ganzen Gewürze und Gemüse und steckt die da rein. Das ist alles ein bisschen aufgeräumter, ne? So muss das ja sein. So. Dart, Torch, ja, sieht doch gut aus, ne? Seid ihr damit d'accord? Oh, ist okay. Zack. Wo kommen wir her? Wir kamen von da. Wo ist die Fackel? Wir haben die Fackel ausgemacht. Wo ist sie hin? Das kann doch jetzt nicht sein. Wir hatten doch ins... Ach ne, hier. Tada! Und die Flinte, das war doch überhaupt... Wo ist die Flinte? Die ist hier drin, ne? Okay, Lizzie nimmt jetzt nicht die Kiste, die behält der Minotaurus, weil die so schwer ist, aber nimmt den Inhalt mit der Flinte und den 10 Kugeln. 20. Die legen wir übereinander. Ah, die sind übereinander gelegt. Und tauschen direkt unsere Slingshot gegen das Ding aus. Und jetzt können wir aus der hinteren Reihe ein bisschen mit der Flinte schießen. Das ist nicht ganz so cool, wie es sich anhört, weil Flinten sehr stark, also sehr anfällig sind. Sehen wir gleich, ob die denn Ladehemmung hat oder irgendwie kaputt geht. Oh, da liegt was. Schuhe, Leatherboots. Leatherboots sind, glaube ich, schon Light Armor. Nee, noch nicht. Und die kriegt natürlich, also es ist unser Held. Und da der die Schuhe nicht mehr braucht, kann die unser Minotaurus auftragen. Zu das Ding. Passen die überhaupt? Ja, in Rollenspielen ist das alles Unisex und Multigröße. Da geht das. Was wäre das für ein lustiges Rollenspiel? Diese Schuhe passen ihm nicht. Sie sind ihm zwei Nummern zu groß. Wäre mal ganz lustig. Weiter geht's. Ich muss hier reingucken, ne? Ich will keinen Geheimgang vergessen. Hier diese Wände. Alles absuchen. Weil natürlich die coolsten Sachen sind... Oh! Da! Ha! Hier ist eine Tür aufgegangen. Welche Tür ist aufgegangen? Verdammt! Hier kommen wir her. Muss ja irgendwie hier hinten... Ist da ein Gitter aufgegangen? Das sieht so aus, als wäre hier ein Gitter gewesen durch dieses eckige... Weil sonst sind die rund. Ah, ne, hier auch. Oh, ich weiß jetzt gar nicht. Soll ich hier rauftreten? Ich habe so ein bisschen Angst. Was ist das? Ich habe es auch so ein bisschen leise hier eingeschaltet, kein Feedback kriegt. Ah, ich darf meinen Arm nicht heben. Okay, danke, Annabelle. Was da sagte ich? Ich habe es ein bisschen leise eingestellt und höre jetzt selber gar nicht. Hört ihr das in der Regie? Was passiert, wenn ich hier raufdrück? Passiert gar nichts. Ich habe Angst, hier raufzutreten. Deswegen lege ich als erstes mal diese Fackel. Ah. Ist das eine Raid? Hat das was hiermit zu tun? Nee. Nee. Ihr passt auf in der Regie, ne? Weil ich weiß jetzt gerade echt nicht, kann mich da nicht dran... Nee, das Ding geht ja nicht auf durch das Ding. Die Annabelle, ne? Die Annabelle. Wen nehme ich mit in Dungeon? Annabelle. Annabelle. So. Oh, oh, oh! Ja,
Ja, der ist echt nicht, der ist voll noch müde, seht ihr das? Ähnlich wie ich. Letzte Folge haben wir abends aufgezeichnet, jetzt ist es ein bisschen früh. Und ich habe die ganze Nacht Evolve-Bäder gespielt. Ja, das sieht voll lustig aus. Komm, mach das nochmal. Ja, das mag ich. So, jetzt gibt's hier Level-Up für den Rest. Die steigen nämlich alle gleichzeitig auf. Kurzer Blick auf die Karte zeigt, es ist noch alles übersichtlich. Das wird sich später nochmal ändern. Also die Dungeons werden natürlich dann tendenziell immer größer, aber am Anfang startet. Das ist ja unser erster Dungeon, deswegen gehe ich jetzt hier auch mal ein bisschen schneller durch. Und wow, da haben wir einen Schlüssel. Das sieht doch wichtig aus. Iron Key, ein eiserner Schlüssel. Keine Sachen in den Wänden. Ihr habt gesehen, diese Schalter, die waren dann schon relativ sichtbar. Das ist jetzt nicht so, dass dieser Stein hier drückbar ist, sondern das ist dann schon immer so ein kleiner Knubbel, den man dann so doch relativ gut erkennen kann. Oh, eine Tür. Und da kommen wir her, ne? Kurzer Blick auf die Karte, Tatsache. Schlüssel. Boah. Geiler Raum. Geiler Raum, wir bleiben hier stehen, weil wir haben diese beiden Mumien gesehen. Wenn wir da jetzt reingehen, kriegen wir von zwei Seiten auf die Omme. Und deswegen bleiben wir hier stehen und machen das so. Oh, Level Up. Hätten wir natürlich vorher auch machen können. Wäre klug gewesen. Na komm. Diese Mumien. Schmeißen wir nochmal ein Messer. Das gab aber gerade Schaden. Wir schießen auch gleich mal. Dann nehmen wir die und Feuer. Und Feuer. Boah, das ist nicht schlecht. Aber ich warte ein bisschen. Wir brauchen das jetzt gerade nicht. Stattdessen wechseln wir das mal so aus. Ja, er hat ein bisschen wenig Energie. Ich will die Munition nicht verschwenden. Geht ja auch so. Und wir haben gerade 10% unserer Munition verbraucht für so einen Kampf, den wir auch einfach hier mit unseren Nahkampfwaffen hätten bestreiten können. Die nutzen übrigens nicht ab oder sowas. Also die habt ihr für immer. Okay, hier im letzten Raum wird doch kein Geheimgang mehr sein, oder? Was ist das? Das sieht wichtig aus. Horn of Summoning. Nehmen wir mit, stecken wir ein. This horn has a pungent earthy smell. Ja, das riecht ein bisschen nach Erde. Und wenn wir uns richtig erinnern, da war doch dieser Steinkreis. Und da können wir uns reinstellen, um irgendwas zu summonen. Stand das nicht da? Wir sollen irgendwie den Call rufen, wir sollen irgendwas rufen und das wird wahrscheinlich dieses Horn sein. Und das bedeutet, wir haben den Dungeon abgeschlossen, raus geht's. Wir haben das Horn und wissen jetzt, wie es auf der Oberwelt weitergeht. Und auch hier gibt es Tag- und Nachtwechsel. Wo sind wir? Im neuen Gebiet, deswegen alles absuchen. Hier eine kleine Höhle. Ein Knopf. Drücken wir mal den Knopf, ne? Ja, die ist aufgegangen hier und da kommen wir wieder raus. In vertrautes Gebiet. Hier ist dieses Riesenschiff. Hier haben wir angefangen quasi. Hier ist der Kristall. Und den benutzen wir mal kurz. Der Speicherer und heilt unseren Minotaurus durch. Und ja, bloß nicht vergessen, mal aufzusteigen hier, ne? Mit den Skills. Was ist das hier? Das ist. Ich muss sie mal wieder sortieren. Du kommst hier nach oben. Also, unser Nahkämpfer, unser Minotaurus. Könnte auch Armor vertragen. Und kriegt er auch. Ja, kriegt er auch. Armor ist immer super wichtig. Da finden wir demnächst immer wieder was von und das sollen wir auch tragen. Ansonsten kriegen wir da Abzüge, wenn wir da diesen Skill nicht haben. Und jetzt unser Lizardman, der Rogue. Der hat ja jetzt gerade eine Pistole gefunden, ne? Und mit diesen Punkten hier können wir die Reichweite von
Geschosswaffen um ein Feld für jeden Skillpunkt erhöhen. Außerdem verringert es die Chance von Pistolen-Fehlfunktionen. Und am fünften Skill, das ist der letzte, meistern wir diese Feuerwaffen und kriegen gar keine Fehlfunktion mehr. Ja, ganz schön viele Punkte, die wir hier reinstecken müssen, um diesen Fehlfunktionen entgegenzuwirken. Gucken wir vielleicht erstmal woanders. Wie sieht es aus mit Accuracy? Finde ich ganz gut. Und jetzt kommt sowieso das Wichtigste. Das müssen wir unbedingt machen. Das ist einer der krassesten Skills überhaupt. Der ist super wichtig. Auf der zweiten Stufe kriegen wir hier die Fähigkeit, Nahkampfattacken aus der zweiten Reihe auszuführen. Und somit sind plötzlich diese Typen, die sonst im Kampf so gut wie nutzlos sind, außer durch ihre Fernkampfattacken, die ja nicht regenerative Munition benutzen, was sie ein bisschen wertvoll macht, können die auf einmal einfach mit ihren Waffen zuschlagen. Der kann dann mit diesen durchpunchen und das ist super. Machen wir. Jetzt kann er hier zack und kann vorne mitbashen. Wer ist er hier? Orko, unser unser Magier, der aus Versehen sich für den falschen Kurs eingeschrieben hat, nämlich den des Kämpfers. Mann, Mann, was für ein dummer Magier. Ja, der könnte jetzt Concentration kriegen. Fire Magic. Ich lade eh gleich das Ding und dann haben wir da plötzlich den Magier. Aber als erstes gehen wir jetzt mal hier hin. Es ist Nacht. Und benutzen unser Horn. Wobei, wartet mal, wir hatten hier diesen Typen. Funktioniert das auch hier? Oh, das habe ich in meinem Spiel gar nicht gesehen. Gold Key. Gold Key. Super gut. So. Da ist irgendwas Geiles versteckt irgendwo hier. Ich habe schon eine Ahnung, wo der passen könnte. Das muss ich mir ja merken. Das muss ich in meinem Spiel nachholen. So, der passt doch hier, oder? Ha! Oh, super Truhe! Leuchtender Trank. Potion of Strength. Das ist ein geiles Ding. Gucken wir uns gleich an. Dann Padits, also neue Patronen, kriegt Lizzie. Und hier so ein geiler Backbiter. Also ein cooler Dolch. Dolch-Experte ist ja Lizzie. Hat ja hier den 3 bis 10 plus Dex Dolch mit plus 5 Genauigkeit. Und der neue 5 bis 15 und Leech ab Light Weapons 3. Special Attack. Leech. Hört sich so ein bisschen an, als würde das Energie abziehen und dem Typen, der zusticht, zuführen. Heißt so viel wie saugen, glaube ich. Leech. Ja, ist gekauft, ne? Macht auf jeden Fall mehr Schaden. Schon eine Menge. Gefällt mir. Ist auch ein bisschen, ganz kleines bisschen schneller. Um 0,1 um 0,5 Sekunden. Dafür aber erheblich schwerer. Aber ist egal. Wow, 0,5 Sekunden ist gar nicht so wenig. Haben wir einen neuen Dolch. Gerade zum richtigen Zeitpunkt, jetzt wo Lizzie mitmischen kann. Gehen wir in den Steinkreis. Und was stand da nochmal? Für First Challenge. Call out the Guardians. Ja, wir werden wahrscheinlich angegriffen und da überlegen wir uns mal, wenn wir angegriffen werden, wo begeben wir uns da hin, denn wir wollen nicht von allen Seiten angegriffen werden. Da gibt es irgendwo so einen kleinen... Ja, wir stellen uns einfach hier... Ja, da kommen die doch bestimmt her, oder? Ne, wir können uns hier hinstellen. Ja, wo sollen die herkommen? Die kommen bestimmt durch diese Türen. Wir gucken mal. Okay. Heed the call. Ah ne, ich muss in die Hand nehmen. Viper Roots. Oh shit. Viper Roots.
schmeißt das Messer. Endboss Time. Okay, das läuft gut. Wir machen regelmäßig Schaden. Mit der Fackel verbrennen. Geht auch, aber ich glaube, also die brennen nicht permanent. So Feuermagie ist wahrscheinlich super smart gegen die und vielleicht brennen die dann länger, aber jetzt gerade ist dieser Dolch krasser. Und wir kriegen richtig Schaden hier. Wir müssen ihn gleich austauschen. Einen kriegt er noch mit. Oh, 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 jetzt ist Tauschzeit. Okay, einen haben wir. Hier auch austauschen. Der trinkt einen Saft. Minotaurus trinkt auch einen Saft. Gehen wir wieder nach vorne. Hätten wir gar nicht trinken müssen. Oh, ich hasse das. Wir haben es geschafft. Power Jam. Du. Mach das jetzt und wir stecken Power Jam ein. Ja, wunderschönes Kleinod hier, das in allen Farben leuchtet und könnte eventuell nochmal wichtig sein. Und die Tür hinter uns ist aufgegangen. Super, oder? Super duper. Wir haben alles erledigt. Erinnert ihr euch? Das war das Gebiet. Hier ist nichts, was mir einfällt, was wir vergessen haben, außer ein... Nee. So, durch geht's. So, und jetzt sind wir in einem neuen Wald, neues Gebiet. Und jetzt machen wir was, ich werde mal speichern und ich werde den Zauberer rausholen. Weil ich habe genau die gleichen Charaktere. Genommen. Damit das nachvollziehbar bleibt. Und lade jetzt mal, weil ich erinnere mich, ich habe hier das erste Mal so einen Speicherstand eingewählt nach Boss. Da habe ich 50 Minuten für gebraucht. In Ruhe. Um an dieser Stelle anzukommen. Das ist ungefähr die gleiche Zeit, die wir hier benutzt haben. Und jetzt dürften wir an dieser Stelle stehen. Nur, wir haben wirklich genau das gleiche gemacht mit den gleichen Charakteren. Nur, dass wir nicht so dumm waren und den Charakter falsch gewählt haben. Ja, ihr seht, das Charakterbild ist ein bisschen anders. Aber wir haben gerade diesen Gem aufgehoben. Wir stehen an dieser Stelle. Hier habe ich, wie gesagt, vergessen, einfach nur das Ding zu finden. Ah, ich habe hier aber noch nicht auf Light Weapons geskillt. Schauen wir mal rein. Hier bin ich bei Armor und auf Dodge. Ja, okay. Okay, aber da könnt ihr euch dran gewöhnen, oder? Es ist jetzt, glaube ich, wichtiger, verzeiht mir diesen dummen Fehler, hier keinen Mage gewählt zu haben. Da stand ja Fighter. Und das ist total bescheuert, weil gleich kriegen wir einen Zauberstab und dann würde die Magie flach fallen. Und ich will natürlich ein bisschen Magie auspacken. So. Das Einzige, was anders ist, ist, dass ich hier auf Dodge gegangen bin. Kriegt ein bisschen weniger Schaden. Müssen wir gleich mal auf Light Weapons gehen bei nächster Gelegenheit. Der steigt ja auch bald auf. Hier sind wir auch Armor gegangen. Er hat Dodge. Dann haben wir hier Accuracy aus der zweiten Reihe. Und hier habe ich zwei gegeben auf Missile Weapons und Firearms. Da wusste ich natürlich, ich bin jetzt mit ein bisschen mehr Erfahrung in diese zweite Runde gegangen. Sodass ich wusste, dass wir, wie das hier läuft mit den Distanzwaffen, deswegen habe ich mich da ein bisschen anders entschieden. Hier sind wir schon bei zwei auf Fire Magic und einen auf Earth Magic, weil der Magier kann, glaube ich, von vornherein hat er schon einen mehr hier und das wird sich gleich und ich habe, glaube ich, auch keine Tränke verbraucht, als ich die hier gebattelt habe. Er hat immer noch die ganzen ja, alles cool. Ihr seht, was wir hier haben. Oh, aber wir haben eine Note gefunden. Haben wir die Note? Wo habe ich die her? Habe ich mich nämlich gerade auch gefragt an dieser Stelle. Eigentlich findet man irgendwo eine Note. Und da steht drauf,
At the Lone Oak, also bei der einsamen Eiche, in the shadow of the blue light, im Schatten des blauen Lichtes, I buried it. Habe ich es vergraben. Von Captain Killigan. Und Captain Killigan meint wahrscheinlich mit dem Shadow of the Blue Light diesen blauen Kristall, den wir da hinten sehen, und mit der einsamen Eiche diesen dicken, riesen, einsamen Baum. Und im Schatten dieses blauen Lichtes müsste doch, wenn ich jetzt nicht blöd bin, hier, der Schatten, hier sein. Also graben wir mal. Wir haben noch eine Schaufel gefunden, die wir noch nicht eingesetzt haben. Und hier finden wir dann nämlich Treasure. Oh, es ist so dunkel. Ich mache mir eine Fackel an, okay? Ach, die ist abgebrannt. Ich habe keine Fackel. Doch, sehr gut. Ui, schöne Sachen. Embalmer's Robe und Healing Potion. Habe ich was vergessen? Nee, ne? So. Nee. Und dann wiederholen wir nochmal das, was wir gerade gemacht haben. Das habe ich ja vergessen in meinem. Und dann sind wir wirklich wieder auf gleichem Stand. Da haben wir diesen geilen Dagger. Geiler Dagger, ich komme. Und dann geht's weiter in den Wald. Wir werden eh gleich noch ein bisschen laden, weil es wird jetzt wirklich schwierig. Und ich werde ein paar Mal sterben und das will ich euch ersparen. Und da werden wir so ein paar kleine Zeitraffer-Loading-Sessions einlegen, sodass wir ein bisschen vorspringen und ihr noch mehr vom Spiel seht. So, da ist der Super-Dagger, über den ich mich ebenso gefreut habe, den ich gar nicht kannte. Deswegen legen wir diese Fernkampfgeschichte. Naja, wir machen einfach das im zweiten. Und kannst du schon von hinten angreifen? Noch nicht. Noch nicht. Guck mal, so, ich war nicht so smart beim ersten Mal. Das habe ich erst. Das ist klar, man rafft ja auch erst, was gut ist, wenn man das Spiel ein bisschen kennt, wenn man weiß, was kommt überhaupt zum Einsatz, was hat einen starken Effekt. Und deswegen hasse ich auch Rollenspiele, bei denen man ganz am Anfang schon eine halbe Stunde Skills verteilen muss, von denen man überhaupt keine Ahnung hat, was sie überhaupt machen. Zuletzt bei Lords of the Fallen. Da musste ich mir eine Magieklasse auswählen, da stand in der Beschreibung und ich weiß doch eh nicht, was ich da nehme, ist doch völlig Schnuppe, weil ich einfach eh nicht weiß, was es ist. Das lernt man doch erst später. Deswegen ist es immer cool, erst einzusteigen ins Spiel und dann aufzuleveln. Hier, so ein Rezept für Alchemie. Alchemie haben wir ja im Grunde fast gar nicht gewählt. Und neuer Brief und ein Mörtel. Das ist wieder der Island Master, der uns schon mal geschrieben hat. Könnt euch das gerne mal kurz durchlesen. Und ja, den hat diesen Mörtel, hat er uns. Mörtel und diesen Stößel hat er uns hinterlassen. Anscheinend. Will uns damit ein bisschen helfen. Mysteriöse Figur. Stecken wir mal ein. Diesen Sack nehmen wir auch gerne. Das ist eigentlich das Coolste da dran. Dieser Sack. Naja, okay, der Mörtel ist auch gut. Aber ich habe ehrlich gesagt noch nie Alchemie benutzt. Machen wir mal. Demnächst. Twigroot Forest. Das ist das neue Gebiet, ja? Gebiet 1 abgeschlossen. Gehen wir erst links oder gehen wir erst rechts? Gehen wir erst links. Oh, das ist sehr dunkel. Zum Glück, wir haben so ein bisschen Fackel. Hier ist ein Busch, den ich kaputt machen kann. Machen wir mal kaputt den Busch. Wie wäre es, wenn wir vorher eine Waffe nehmen? Ja, das Lightning-Ding nehmen wir nicht mehr. Ach ja, hier diesen Potion of Strength. Den müssen wir nochmal checken. Und, ach ja, wir haben die Rope. Okay, die Rope, die sieht natürlich nach Magier aus. Eine Zeremonienrobe. Wiegt nicht viel und ist auch nicht mal Light Armor. Deswegen kriegt die hier, und also es ist hier halt ein Magier und der kriegt die. Es ist ja ganz klar eine Magierrobe, so wie die aussieht, wenn ihr mich fragt. Und er trägt hier unser Essen. Ja, er trägt unser Essen. Und jetzt gehen wir zu diesem Potion of Strength. Also den Stärketrank, der permanent unsere Stärke um 1 erhöht. Permanente Stärkeerhöhung, sowas ist immer geil. Das ist eigentlich das Geilste, was man kriegen kann. Ne? Also.
Ist das alles cool, Annabelle? Ja, hört ihr mich? Sehr gut. So, jetzt nehme ich diesen plus 1. Und dann haben wir da 23, wo eben 22 stand. Das ist das Geilste, was man kriegen kann. So einen permanenten Boost auf die Primärattribute. Ich muss nochmal sortieren. Nicht, dass ihr hier jetzt auch total durcheinander kommt. Was haben wir hier drin? Nichts. Das ist leer. Das kriegt er. Das ist der Stock, mit dem er angefangen hat. Den kann er noch nicht benutzen. Die Briefe können wir mal hier. Die brauchen wir eigentlich nicht. Das brauchen wir später. Und, oh, du hast auch viel. Wir brauchen hier, das tun wir weg. Eine verbrannte... Die Sling, hier die Briefe sammelst du. Du bist eigentlich mehr der Gewürztyp. Kriegst auch die Rezepte. Packen wir mal alle hier rein, okay? Dann ist das aufgeräumt. Und dann kriegst du das. Und du hattest doch auch schon hier so ein Gewürz. Jetzt tun wir das da rein. Das kommt hier wieder raus. Oh, jetzt haben wir das schönst aufgeräumte Inventar hier im ganzen Fantasy-Reich. So, alles klar. Du trägst ganz schön viel als Magier, ne? 30 Kilo? Gib das mal dem... Naja, sonst kriegst du noch Rücken. Ist klar. Hier 8. Und der Minotaurus, der kann eh 109, weil es ist eine starke Sau, ne? Der kann super viel tragen, der trägt unser ganzes Essen. Und, oh, da oben, die sind jetzt auch hungrig ein bisschen. Was mag so ein Minotaurus am liebsten eigentlich? Turtle oder Fisch? Turtle Egg? Turtle Egg? Wenn man jetzt ganz smart ist, nimmt man zuerst die Sachen, die viel wiegen. So wie Turtle Steak. 1,8 wiegt das. Njom, njom. Er hat auch Hunger, er hat ein bisschen und er auch ein bisschen. Ihr kriegt alle jetzt. Alle gegen einmal eine Runde Turtle. Ich schmeiß eine Runde Turtle Steak. Alle gut ernährt. Sehr schön. Und jetzt verkloppen wir diesen Busch. Da ist nämlich einer drin. Ein Buschwurzelmann. Schmeißt das Messer. Treffe ich nicht hier. Was los? Voll nicht treff. Gar nichts. Nicht gut. Nicht sterben. Mach. Ja, ihr seht, es kommt auf einmal so ein Wurzelmann um die Ecke und naja, man kommt schon an seine Grenzen. Alles klar, nehmen wir hier das Messer wieder. So, es nimmt er automatisch auf, wenn ihr die schon im... Oh, das geht noch weiter, ich kann hier noch weiter. Und das, wenn ich es richtig erkenne, hier sehe ich schon wieder die Hand von noch so einem Wurzelmann. Bevor wir den battlen, müssen wir uns mal... Also den können wir jetzt nicht battlen, ja? Also der fällt ja gleich um. Er kann nicht mit angreifen, weil er nicht Reach hat. Die Geschichte bei den Skills, die unseren Lizardman aus der zweiten Reihe angreifen lässt. Es ist so dunkel, ich hoffe, ich verpasse nichts, was hier auf dem Boden liegt. Jetzt sind wir auf der anderen Seite von diesem Wurzelmann. Also wir müssen den gar nicht bekämpfen. Hier hätte ich fast. Zack. Komm, steck das ein in den Sack. Ne, so geht das nicht. Zack. Wir könnten jetzt schlafen. Das würde unsere Energie erhöhen, regenerieren. Da liegt wieder was. Hoffentlich schleicht sich nicht so ein Wurzelmann an. Eigentlich wäre es super klug, jetzt zu schlafen, weil irgendwie gibt Schlafen, also es hat keinen Nachteil. Fuck it! Wurzelmann greift an, flüchten durch den Wald. Wir sind ein bisschen geflüchtet, hier gerade der Wurzelmann. Und jetzt natürlich blöd, jetzt zu schlafen, weil da sind ja Gegner. Ich glaube, ich bin vielleicht fast weit genug weg, um zu schlafen. Und das muss ich jetzt mal kurz machen. Alles regeneriert. Da ist er! Wurzelmann. Aber wir haben ein bisschen regeneriert, jetzt schaffen wir den. So viel Pech wie eben. Wie, can't reach? Ach ja, scheiße, Mann.
Die haben ja doch leicht andere Skills. Der ging jetzt aber erheblich einfacher, ne? Ich habe ihn einfach eben überhaupt nicht getroffen. Ich glaube, ich habe auch es nicht gerafft, dass der hier den gar nicht treffen kann. Durch den dunklen Wald, da kommt der nächste Wurzelmann. Ja, muss ich mich dran gewöhnen, dass der da unten nicht. Oh, da ist die Waffe schon. Oh. Ladehemmung. Huiuiuiui. So, was haben wir denn jetzt gerade gemacht? Wir haben ihn hier. Und die Frage ist, warum hat er eigentlich den Scheißdolch dann, wenn der andere... Also warum hat der andere den guten, den er gar nicht benutzen kann aus der zweiten Reihe? Geben wir doch mal unserem Chef den. Und ein neuer Dungeon. Pellets. 37 Schuss. Ja, die ist ein bisschen verklemmt. Jetzt geht sie wieder. Gehen wir direkt mal runter. Müssen wir hier schon hin? Ein düsterer Dungeon. Schlüsselloch? Truhe. Schlüssel haben wir nicht, ne? Wir haben einen Dietrich. Aber so ein Dietrich, den kann man nur einmal benutzen und auch nur bei Truhen, glaube ich. Ich will es jetzt nicht probieren, weil hierfür findet man noch einen Schlüssel. Und man hat immer weniger Dietriche, als man benötigt. Mit dem muss man wirklich... Ich tendiere fast dazu, bevor ich so eine Kiste öffne, mit dem Dietrich zu speichern. Um neu zu laden, falls mir das nicht gefällt, was ich in der Kiste finde. Und wir schmeißen jetzt hier was rüber, ne? Das ist jetzt nicht so, dass... Upp. Geil, haben wir gleich 3 Steine geschmissen. Ja, immer drauf achten. Die nehmen wir mit. Wir sammeln Fackeln. Fackelsammler. Irgendwelche Knöpfe in der Wand? Nix. Alles gut, nachvollziehbar. Oh, shit! Nein! Nein! Ein Typ mit Schild! Ich muss jetzt den Magier nach vorne ziehen, weil unser Minotaurus einfach nichts mehr aushält gerade. Ich will nicht, dass er tot geht. Jetzt schlagen wir... Oh, nur 4 Schaden. Ich glaube, das ist zu wenig, um den jetzt hier... 5 Schaden. Der geht nichts durch. Das muss natürlich gegen eine Rüstung durchgewürfelt werden. Sehr schön. Hui, Ancient Helm. Yeah. Das ist doch was Cooles. Und was liegt hier? So eine krasse Axt. Skullcleave. Ancient Helm. Heavy Armor. Also schwere Rüstung. Da verlieren wir 10 Ausweichwert, wenn wir die anziehen. Das ist doof. Deswegen ziehen wir die nicht an. Die tragen wir erstmal ewig mit uns rum. Solange, bis wir keinen Platz mehr haben und sie wegschmeißen müssen. Vielleicht passiert noch was mit der Heavy Rüstung. Vielleicht müssen wir... Ja. Brauchen wir sie für irgendwas? Deswegen lassen wir sie nicht einfach so liegen. Was haben wir noch gefunden? Hier. Skullcleave ist ein Heavy Weapon. Und das braucht ja Heavy Weapons 3. Und wir sind ja eigentlich mehr so die Light Weapons Typen. Ne? Seht ihr hier? Nicht mal. Nicht mal. Ja, ich habe doch anders geskillt. Ich war noch nicht so erfahren. Aber
Heavy Weapons. Mit der dritten Stufe können wir dann so eine Chop Special Attack benutzen. Geht auf Stärke, ist ganz cool, aber... Können wir überhaupt... Wir können sie schon benutzen. Nur diese Chop Attack braucht Heavy Weapons 3. Cooldown 4,5. Also es ist eine sehr langsame Waffe, ne? Dafür hat sie richtig Punch. Puh, der ist schon ganz geil. Du gehörst erstmal nach hinten. Du kämpfst ja momentan nur mit einem Knochen. Das ist wahrscheinlich nicht so optimal. Deswegen Knochen weg. Krasser Skull Cleave in die Hand. Das ist doch auch eine passende Waffe für einen Minotaurus. Oder? Haben wir nicht auch irgendwo... Hier ist der Schaden. Damage 8 bis 19. 8 bis 19? Nee, Left Hand. 8 bis 19. 13 bis 35. Erhebliche Verbesserung. Accuracy, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ich glaube, es ist gleich geblieben. Aber es ist sehr wenig. Accuracy 3, treffen wir ja gar nichts. Was haben denn hier die anderen? 16, seht ihr? Naja. Okay, so eine Art Sackgasse. Hier haben wir einen Tattered Cloak. Das ist ein Umhang, den können wir hier uns geben. 2 Evasion. Sind wir schon bei Evasion 7, Ausweichwert. Werden nicht mehr so oft getroffen. Oh, ein Schlüssel. Und da wissen wir ja schon, wo der passt. Die Tür haben wir gerade gesehen. Also zurück, das war's hier im Dungeon. Hoffe ich, keine böse Tür verpasst zu haben. Geheimtür. Das war die Geschichte. Was legen wir da hin? Den Helm könnten wir jetzt da hinlegen, aber der ist irgendwie wertvoller als so ein Stein. Oder haben wir nicht irgendwie Müll? Ja, hier. Die Schatzkarte zur Eiche brauchen wir nicht mehr. Die ist schwer genug. Schlüssel in das Schlüsselloch. Sieht schon wieder aus, hätten wir den Dungeon auch gelöst. Und das finde ich super, dass sie nicht so lang sind. Zumindest zu Anfang. So, Scroll of Ice Shards. Gucken wir direkt mal rein. Da seht ihr, das ist schon eine, die braucht schon richtig da unten coole Symbole. Das zeigen wir bei euch später, wenn wir da auch die passenden Utensilien für haben. Jetzt macht das noch keinen Sinn. Das ist ein cooler neuer Schlüssel. Was ist das? Round Key. Weiß gerade gar nicht, wo der hingehört. Frostbomb. Frostbomb. Throwing Weapon. Ja, das kann mal gerne hier. Was ist hier? Hast du noch eine Tröde dabei? Die brauchen wir eigentlich nicht mehr. Deswegen steck die mal ein. Irgendwie eine Geheimtür oder sowas? Ha. Sehr gut. Oh, fuck. Hinter mir nicht auch noch einer, ne? Okay. Oioioi, unsere neue Axt, die ist ganz geil. Die hat ordentlich Punch. Wusch. Ah, daneben. Naja, dafür treffen wir nicht so oft. Ui, wir treffen echt nicht oft. So, wir gehen mal kurz. Uiuiui. Die gefällt mir. Und da ist die Fackel aus. Mal zünden wir mal eine neue an. Wir haben ja noch eine. Klugerweise mitgenommen. Nochmal so ein Helm. Wer trägt die Helme? Wer sammelt die? Du, ne? Ancient Helm haben wir jetzt zweimal. Sigaret. Und da ist der Whitewood Wand. Das ist ein Zauberstab. Und jetzt geht's ab. So. Hier, die haben auch andere Namen. Guck mal, wie habe ich die genannt? A heißt Skaven.
Er heißt Lizzie, habe ich genauso genannt. Grom und Beavis. So. Whiteboard Band braucht Konzentration 1. Das wusste ich damals auch noch nicht. Erinnert ihr euch, habe ich, als wir den Pseudo-Mage erstellt haben, direkt geskillt, aber wusste ich damals nicht, dass man, um so einen Zauberstab zu benutzen, Concentration braucht. Also hier gesetzt, das nächste Mal, wenn wir aufsteigen, was nicht mehr lange dauert, hier Concentration, hier nochmal die Accuracy und hier Schnuppe. So. Okay, was für ein schöner Dungeon war das. Wir haben ordentlich was gefunden. Sieht gut aus. Geheimgang am Ende auch. Ich glaube, hier ist nichts mehr versteckt. Raus an die Oberwelt mit einem Schlüssel im Gepäck. Immer noch dunkel. Leicht verletzt. Aber hier nehmen wir es mit allen möglichen Wurzelmännchen auf, die uns vielleicht auf dem Weg begegnen. Ein Blick auf die Karte orientiert uns wieder. Wir müssen, ja, wir... wir haben ja hier noch diesen Wurzelmann noch im Busch. Den verkloppen wir jetzt mal, weil wir brauchen die Erfahrung. Und da ist gar kein Wurzelmann. So, bis hier waren wir letztes Mal. Und dann wurden wir überrascht. Jetzt können wir hier lang gehen oder wir gehen einmal hier. Ich glaube, da schließt sich hier der Kreis, denn wissen wir ja, dass wir hier nichts verpasst haben. Ja, ich kann auch so gucken, aber das macht man im Grunde gar nicht. Das benutzt man nicht, man macht das so. Wo geht's denn hier? Das ist auch eine Sackgasse. Sehr gut. Sackgassen mag ich, dann weiß ich, dass es hier nicht weitergeht. Den Sack kriegt wieder hier unsere Ratte mit einer gebackenen Made. Uiuiuiui. Earth Magic 2 brauchen wir für den Giftbolzen. Ich werde angegriffen? Wow, danke. Ab 40 Schaden? Der Wurzelkiller hier. Super gut. Na, jetzt hier mit dem Ding und hier, das war das, was 40 Schaden gemacht hat gerade, ne? Oh, das war ja super. Wieso macht das so viel Schaden? Der geht eigentlich auf Dex, haben wir ja gesehen, plus Dexterity steht an der dritten Zeile. Und wir sind ja eigentlich mehr, naja, gut, wir haben einen Stärke mehr. Nee, drei. So, der Riesenunterschied ist das noch nicht. Können wir auch benutzen, ist vollkommen legitim. Wir haben ja Dex noch ein bisschen mit hochgehalten, deswegen treffen wir auch so oft. Das sehen wir ja hier, unsere Accuracy, unsere Genauigkeit ist bei 16, was ein ziemlich hoher Wert ist, hier im Gegensatz zu Lizzie, die hat 24, weil sie ist ein Dex-Charakter von sich aus mit 17. Ich meine im Gegensatz hier zu dem Typen, der nur 8 hat. Das ist sie super gering, das müssen wir unbedingt mal pushen. Liegt das auch an der Axt? Ist sie irgendwie doof? Was steht hier irgendwas bei Heavy Weapons? Nee. Hast du Light? Nee. Okay. Desorientierung macht sich breit. Ein Blick auf die Karte zeigt, wir müssen hier lang. Und gehen dann einmal hier. Bevor wir weiter nach Norden gehen, erstmal hier abchecken. Hier ist doch wieder ein Wurzelmann versteckt, oder? Nee, das geht nicht. 34 Schaden daneben. 19, 15, 16 daneben. 13 daneben. 16 daneben, daneben. Uiuiuiuiuiuiuiui. 35, push. Okay. Noch so ein blödes Pilzgedöns. Und hier kommen wir wieder zum Anfang. Hier sind wir gestartet, ne? Twigwood Forest. Hier kommen wir, hier war der Bosskampf.
Das war die Geschichte. Jetzt checken wir noch die Ecken kurz aus. Hier geht's nämlich, glaube ich, weiter. Und hier ist, glaube ich, Sackgasse, würde ich mal... Naja, erstmal ist hier wieder... Nee, ist kein Wurzelmann. So. Den Schlüssel. Wo passt der Schlüssel? Der sieht voll wichtig aus. Da leuchtet's. Oh. Sandmaul, hi. Ey! Oh, 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 der Minotaurus muss nach hinten. Ich will nicht, dass der kaputt geht. Was passiert denn, wenn ihr beide mal die Waffen tauscht und der Mage mit der Axt zuhaut? 16 Schaden. Oh, guck mal, das kann man nochmal machen. Ja. Ja. Da liegt was. Was ist das Geiles? Frostbite Necklace. Ein Halsband. Mhm. 50 Kälteresistenz. Ja, zieht einfach mal der Chef hier an. Kälteschaden ist mir jetzt nicht bekannt, dass wir den mal gekriegt haben, aber gut, nehmen wir mit. Jetzt noch hier, ist da noch einer im Busch? Nee. Blick auf die Karte. Ja, wir haben diese Sackgasse hier jetzt erforscht. Und ist hier noch was? Nee. Okay. Aber da tut sich irgendwie was, ne? Im Hintergrund, da irgendwo hier, ja, da sieht man sogar schon den Fitzel. Da kommen wir bestimmt irgendwie rum. Und jetzt gehen wir nochmal hier, schauen uns, was da im Norden ist, und dann ist die Zeit vorbei. Ne? Was mag da sein? Was erwartet uns beim nächsten Mal? Hier ein lustiges Gatter. Ein Pilz, den wir noch mitnehmen. Ja, Gatter. Oh ja, klar. Hier passt der Schlüssel. Ja, und jetzt kommen wir hier weiter. Sonst wären wir gar nicht weitergekommen. Wir mussten dieses Dungeon machen, um weiterzukommen. Und als nächstes stehen wir vor einem mysteriösen... Ich will nicht sagen... Kathedralen, Tempel, aber es ist wieder weißes Licht davor. Es geht links lang, es geht rechts lang. Da ist einiges, was wir hier machen können. Hier ist so eine Art Crossroad, eine Kreuzung. Und mache an dieser Stelle Schluss. Ich drücke auf Escape, speichere den Onken. Teil 2, zack, damit auch nichts passiert. Mach ein kleines Mittagsschläfchen und machen wir noch einen dritten Teil, oder? Machen wir noch einen dritten Teil? Machen wir noch einen dritten Teil. Bis zum nächsten Mal.